Die besten hausgemachten Insektenschutzmittel. Eine der unangenehmsten Dinge im Sommer sind die Mücken. Diese Insekten stören uns nicht nur mit ihrem Summen, sondern stechen auch und hinterlassen Quaddeln. Mücken können eine ruhige Nacht oder das Abendessen im Garten ruinieren. Wir alle sind an warmen Tagen davon betroffen. Es gibt allerdings Studien, die zeigen, dass Mücken manchmal einen bestimmten Menschentyp bevorzugen. Einige sagen, dass dies am Blut des Betroffenen liegt, andere sind wiederum davon überzeugt, dass es mit dem Schweiß zusammenhängt. Hausgemachte Insektenschutzmittel gegen Moskitos. Nachfolgend werden wir Ihnen wirksame Rezepte für natürliche Insektenschutzmittel zeigen, die Mücken von Ihnen fernhalten können. Da unsere Insektenschutzmittel hausgemacht sind, sind sie auch für Kinder oder Allergiker geeignet. Insektenschutzmittel aus Nelken. Nelken werden oft als wirksames Insektenschutzmittel gegen Mücken verwendet. Für dieses Rezept benötigen Sie Babyshampoo, 1 Liter Wasser, sowie 30 Nelken. Stellen Sie einen Tee mit dem Wasser und den Nelken her, sieben Sie diesen ab und verrühren Sie ihn mit dem Shampoo. Geben Sie diese Flüssigkeit auf die Hautpartien, die von Insekten angegriffen werden könnten, Arme, Gesicht und Füße. Insektenschutzmittel aus Eukalyptus. Für dieses Rezept benötigen Sie 250 g Eukalyptusblätter und 1 Liter Wasser. Kochen Sie beide Zutaten für 45 Minuten miteinander auf, sodass die Blätter ihre Essenz abgeben können. Verwenden Sie diese Flüssigkeit zum Beispiel für Fenster und Türrahmen, um die lästigen Mücken fernzuhalten. Insektenschutzmittel aus Kamille. Waschen Sie 250 g Kamillenblüten und reiben Sie damit die Haut ein. Wiederholen Sie dies alle 2 Stunden. Insektenschutzmittel aus Mandeln. Dieses Schutzmittel ist für Kinder und Babys bestens geeignet, da es sehr sanft und effektiv ist. Die Zutaten sind 100 ml Mandelöl, 20 Tropfen essentielles Geranienöl, 20 Tropfen Basilikumöl. Mischen Sie die Öle zusammen und tragen Sie diese auf der Haut auf. Insektenschutzmittel aus Lavendel. Mischen Sie 100 ml Lavendelöl mit einer Feuchtigkeitscreme und geben Sie die Mischung direkt auf die Haut. Sie werden sich frischer fühlen und sind zudem vor den Mücken geschützt. Insektenschutzmittel aus Zitronenöl. Zitronenöl ist als Insektenfeind bekannt und hält auch Mücken vom Stechen ab. Sie können das Öl als Spray, Lotion und als Feuchttücher erhalten. Die Insekten werden Sie und Ihre Familie in Ruhe lassen. Insektenschutzmittel aus Eukalyptus, Rezept E. Eukalyptusöl riecht sehr gut und hält Moskitos davon ab, sie zu stechen oder sich ihnen überhaupt nur zu nähern. Geben Sie das Öl auf die Haut und wiederholen Sie den Vorgang alle 6 Stunden. Sie können das Öl auch mit Thymianöl, Minzöl, Basilikumöl sowie Zitronenöl mischen. Insektenschutzmittel mit Öl und Alkohol.
chemische Produkte können ihre Gesundheit und die ihrer Familie gefährden, weswegen natürliche Insektenschutzmittel eine bessere Option sind. Außerdem sind die natürlichen Mittel nicht nur wirksam, sondern auch günstig. Wir haben noch ein weiteres Rezept für Sie, das sehr beliebt ist, um Mücken, Fliegen, Motten und Zecken fernzuhalten. Dazu benötigen Sie zwischen 10 und 25 Tropfen ätherische Öle, Zimt, Zitronen, Eukalyptus, Zitronengras oder Rizinöl. 2 Esslöffel Öl, Olivenöl, Sonnenblumen- oder Maisöl, oder 2 Esslöffel Alkohol, 96 Grad Zeichen Wodka. Mischen Sie die 2 Öle, die Sie ausgesucht haben, mit dem Alkohol. Geben Sie die Mischung direkt auf die Haut und auf die Kleidung. Achten Sie darauf, dass Augen, Nase und Mund nicht mit dem Insektenschutzmittel in Berührung kommen. Tragen Sie die Flüssigkeit stündlich neu auf, besonders wenn Sie schwimmen, Sport treiben oder einfach schwitzen, weil Sie in der Sonne sind. Bewahren Sie die Flasche an einem kühlen und dunklen Ort auf. Wenn Sie die Konsistenz verbessern wollen, können Sie auch Aloe Vera Öl dazugeben. Weitere Tipps gegen Insekten: Legen Sie Minzblätter in den Hof, den Garten oder ins Haus. Sie können diese zerkleinern und mit einigen Tropfen Wasser vermischen, damit der Geruch noch stärker verströmt wird. Stellen Sie eine Basilikumpflanze in einem kleinen Blumentopf in verschiedene Zimmer. Diese Pflanze ist sehr aromatisch und wird von Insekten gemieden. In manchen Gärten wird Basilikum als lebender Zaun verwendet. Geben Sie etwas Wasser mit einigen Knoblauchzehen in ein Gefäß. Lassen Sie diese einige Stunden ziehen und geben Sie die Flüssigkeit dann in eine Sprühflasche. Sprühen Sie den Spray in der ganzen Wohnung, in die Gardinen sowie auf Tür- und Fensterrahmen. Der Schwefel, der im Knoblauch enthalten ist, hält Mücken, Fliegen, Zecken sowie Motten von ihnen fern. Konsumieren Sie tägliche große Mengen an Vitamin C, insbesondere wenn Sie sich viel im Freien aufhalten. Vitamin C ist ein lösliches Vitamin, das sich nicht im Körper anlagert und durch den Schweiß ausgeschieden wird. Ein natürlicher Mückenfeind. Stellen Sie ein Glas mit Essig ans Fenster. Der starke Geruch wird dafür sorgen, dass sich kein Insekt hineintrauen wird. Essen Sie Lebensmittel, die reich an Vitamin B sind, sowie Linsen, Mandeln und Champignons. Verwenden Sie Basilikumzweige als Mückenschreck. Weitere Öle, die als Insektenschutzmittel eingesetzt werden können, sind Rizinöl, Rosmarin, Kiefer, Eisenkraut, Thymian, Gewürznelken, Geranien und Zedernholzöl. Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Relling, Elli Christmann, Lukas Hofstetter, John Tant.